Wir sind zurück, Bier ist aufgefüllt, bis auf bei mir, da ist noch eine halbe Flasche drin. Ich weiß aber nicht, ob es halb voll und halb leer ist, deswegen schlechte Witze weg. Wir machen weiter. Halb voll oder halb leer ist. So, jetzt gucke ich mal kurz, was ich machen kann. Ich denke mal, ich mache ein bisschen so Farming. Das wäre gut. Das heißt... Die Stab ab mit Koppel. Ich nehme ein bisschen Holz und mache mir ein paar Hacken. Und zwar genau zwei. Eine Holzhacke, zwei Holzhacken. So. Hab gerade mal in der kurzen Pause ein kleines Thema rausgesucht. Weil ich vor ein paar Tagen mal gelernt habe, wo ich einfach mir nur... nicht eine Facepalm gegeben habe wegen okay Inkompetenz, sondern einfach nur wegen reiner Dummheit. Ich weiß nicht, kennst du Montana Black, den YouTuber? Ja, habe ich aber ehrlich gesagt nicht gesehen, also noch nie so richtig. Ja, gut, aber du kennst ihn. Das ist das einzig Wichtige, was ich meine. Der hat ein Video gemacht, wo er sagt, dass er sich mit einem trifft, der da Glasknochenkrankheit hat. Weißt du, was das ist, ne? Ja. So. Und dann habe ich einfach mal in die Kommentare geguckt. Man kann es ja vorstellen, YouTube, ne? Ja. Ja, ich fange mal mit dem ersten an. Kurz Standbild. Johnny Depp schreibt, kannst ihn ja auch einfach in dem Einkaufszentrum einfach die Treppe runterschubsen, ist bestimmt lustig und gibt viele Klicks. So mit jemandem, der Glasknochen hat, so von wegen, so haha, der hat sich komplette Körper gebrochen, so von wegen. Das findet er lustig. Ja, das ist der Top-Kommentar, ist der erste Kommentar, den ich gefunden habe. Das heißt, es haben einige Leute diesen Kommentar sogar geliked. Ja gut. Das ist richtig. Schwarzer Humor, oder der meint das ernst? Wenn das ernst gemeint ist, Junge, dann gebe ich ja hängen. Wenn das schwarzer Humor ist, dann ist das natürlich witzig. Aber ja, ich die Kommentare, die schwarzen Humor sind, lese ich nicht vor. Weil, gut, ich kann schwarzen Humor ab, deswegen juckt mich nicht. Nur ich habe halt die Antworten ein bisschen mitgelesen, aber die sind irrelevant vorzulesen, weil ansonsten kriegt er zu viel Aufmerksamkeit. Auch wenn wir so ein richtig kleiner Pisskanal sind, aber das ist schon zu viel Aufmerksamkeit für den. Und der meint es todernst. Der meint so, ja, warum nicht und bli und bla. Dann gibt's auch noch einen, der Kommentar wurde aber wohl blockiert. Zu Recht. Wo dann gesagt wird, ja, Monte macht das ja jetzt nur, weil er Fame ist, macht das ja gar nicht, weil er wirklich so menschlich ist und so eine Kacke. Wo ich mir dann auch so denke, so, gut, der kennt ihn vielleicht, weil es ein Fan halt ist von ihm, der halt seine Videos guckt und so, logischerweise ist es so, dass er wahrscheinlich, wenn er kein YouTuber geworden ist, ihn nicht getroffen hätte, logischerweise, weil er wäre nicht auf solchen Festivals, Events und sonst was und Leute würden nicht auf ihn drauf stürzen und sagen, ey, kannst du mit mir dat und dat machen? Erster Punkt, was widersprechen kannst. Zweiter Punkt, ich glaube, wenn er, selbst wenn er das nicht haben wird und der die Möglichkeit sehen wird, wird der auf jeden Fall so eine Scheiße machen. Ja, ist so. So, nehmen wir doch mal den nächsten Kommentar. Um es so ein bisschen abzukotzen. Neben der kleinen Abspannung kann man sich ein bisschen abkotzen. Das ist ein positiver... Positiv. Oh, aber Monte hat wohl eindeutig ziemlich gute Blockarbeit geleistet. Ja. Okay, könnte ein bisschen dauern, bis ich einen Bad-Kommentar wieder habe. Hat der die blockiert? Wahrscheinlich den Kommentar. Der hat einiges blockiert. Also, wo ich letztes Mal reingeguckt habe, da kam, war das Video ein Tag alt. Alter Vater. Okay, jetzt kommt Knight. X-We-Docs Trademarket schreibt, ich will auch mit einer Behinderung geboren sein. Dann werde ich auch von Monte gegenüber anderen Zuschauern bevorzugt. Hätte ich doch wenigstens Tourette. Punkt, Punkt, Punkt. Trauriger Smiley. Boah, Alter.
Die sind so respektlos, ne? Also, es kommt natürlich immer noch, also wenn es natürlich Spaß ist, muss man sagen. Man weiß das natürlich nicht bei YouTube. Man kann halt ja nicht herauslesen, ob das Spaß ist oder nicht. Das ist halt ja. Nein, ist es nicht. Warte, die letzten Antwortkommentar auf seinen Kommentar ist: Wäre der Typ gar nicht behindert, wäre es auch nur ein 0815 wie wir. So. Kein Smiley, kein gar nichts. Und ich denke mal, bei den Antworten wird er sich viel mit anderen Leuten diskutiert haben und sowas. Und also, ich check es nicht. Ich check es nicht, wie man so abwertend reden kann. Weiß ich auch nicht. Ja, lass mal eben hingehen. Ja, stimmt. Weil wenn ich beispielsweise denke, hier von 2700 Joules kennst du ja auch, ne? So, der hat auch eine Behinderung. Ja? Ja, der ist geistig behindert. Echt? Ja, der ist geistig behindert. Einmal wissen es viele nicht, weil sich da denken, geistig behinderter kann doch nicht sowas machen. Wo man sieht, doch, funktioniert. Sogar ganz gut. Ja, gut, ich habe das auch erst spät rausgefunden. Aber das liegt doch einfach dran, weil ich mich damit nicht sehr viel befasst habe, weil ich mir einfach so denke, ob er jetzt eine Behinderung hat oder nicht, juckt mich nicht. Ja. Der liefert geile Scheiße ab, man kann drüber lachen, fertig. Mann, ist halt auch geil. In dem Zug ist mir auch noch geil aufgefallen, haben die ein Interview gesagt, so schniesen, sagte dann so, dass die ja genommen haben und so, dass der bei denen, auch wenn der jetzt nicht so mega Anteil bekommt an den CDs und sowas, ne, weil er macht ja nur die Skits und so, ne, Vater Staat gibt den 80 Euro. Ach. Mehr nicht. Dafür muss er jeden Tag wie ein normaler Mensch, also was heißt normaler Mensch, also wie jeder andere auch, arbeiten seine vollen Stunden und bekommt dafür 80 Euro. Das ist nett. Wo ich mir also dachte, Alter, oh ne, ich lass mal die Fackel lieber hier. Was geht beim deutschen Staat nicht? Zwingt einmal die dazu zu arbeiten? Wo ich mir auch denke, gut, man sollte arbeiten gehen, stehe ich auch voll hinter. Also irgendwie soll man seine Brötchen verdienen, weil Vaterstaat wird auch nicht irgendwie sowas durch Armut und Hartz IV kann er auch nicht ewig bezahlen. Nur, wenn ich doch jemanden dann schon so zum Arbeiten dränge, dann kann ich dem auch wenigstens vernünftigen Lohn geben. Ja, das ist schon echt armselig. Das ist schon, da habe ich mich auch so gefragt, so 80 Euro nur, ne, dann habe ich erstmal recherchiert und geguckt, so, ist das auch noch so und bla, weil das Interview halt alt ist und ja. Das ist echt so. Wo ich mich dann frage, wo kriegen die Leute die Motivation her? Ey, ich gehe jetzt arbeiten. Wo? Wo ist die Motivation? Ich hätte gar keine. Ja, ich glaube ich auch nicht. Wenn ich so sehen würde, für 80 fucking Tacken, da kriegst du nix für. Ne? Gut, eine Wohnung wird dir, glaube ich, bezahlt oder sowas. Also irgendwie unterkunftmäßig kriegst du irgendwas. Okay, kurz Rohstoffe gucken. Das kriegst du, glaube ich, irgendwie. Aber ansonsten, das kriegst du großartig. Ist da nix. Ja, wow. Wer weiß, ob Vaterstaat nicht dafür auch noch Geld haben will, dass du den Besitz, dass du da einen Anspruch drauf hast. Vielleicht den Behindertenausweis auch noch zahlen lässt. Weiß ich nicht mehr. Das könnte vielleicht sogar gut sein. Keine Ahnung. Weil denke ich mir so, wie soll man da vernünftig leben und so? Ja, aber das ist Deutschland, ich weiß. So, ich guck mal kurz in die Ecke, wo ich mich. Ja, warte, ich gehe einfach hier wieder runter. Ich brauche mal ein bisschen Stein. Dann haben wir hier nichts Relevantes. Alter Schwede, ich hab nicht viel Kobbel. Ich hatte das Gefühl, ich baue gar nicht so viel Kobbel ab, wie ich bauen will. Ach, du bist auch hier. Ja. Ja, ich bin auch mal hier. Ich baue mir mich. Voll hat Kobbel ab, aber da irgendwie passiert doch nicht so viel. Hm. Keine Ahnung. Weil ich mache oben unseren Schlafraum, mache ich gleich ein bisschen breiter. Damit wir ja, beziehungsweise du, weil ich habe bessere Ping logischerweise, weil Server aus da. Aber mit. Dann fließt du auch nicht mehr raus. Ja, ist doch scheißegal, womit das ist. Boah, zuch halt die Fresse. Ist ja scheißegal, womit das ist. Naja, hat sehr schön aus mit Sandstein. Alter, wir zocken Hardcore-Modus. Und?
Was, wenn ich jetzt auf fucking Schönheit setze? Du kannst das ja danach ersetzen, aber ich mache jetzt erstmal Effektivität.